Was sagt er? Ihr seid ein Mensch mit Seele und Verstand. Ich bin nichts als ein Uhrwerk. Kein Wunder, dass ihr siegreich wart. Ich werde abdanken. Mhm. Ach, der Begrüner, den hast du aber mal platt gemacht, ne? Ja. Ich bin stolz auf dich. Das hast du sehr professionell gemacht. Mhm, so bin ich. Ein Tribok, den werde ich jetzt auch noch hierhin transportieren. So, da müsste ich hier auch schon irgendwo. Da ist er doch. Belagerungs-Onaga. Komischer Name. Belagerungs-Onaga. Ganz komischer Name. Was ist denn hier mit deinen Leuten, die hier so sinnlos rumstehen? Meinst du die zwei Mitarbeiter hier, oder was? Mitarbeiter des Monats? Ja. Ja, weg sind sie. Na komm, ich zieh mal meine Telefanten zurück. Ja. Und dann die sind aber echt gut, ne? Also die Elefanten, die haben es richtig drauf, finde ich. Ja, das sind ganz fiese Kampfelefanten. Mit denen, ich weiß nicht, hast du irgendwelche Gold- oder Steinprobleme? Ich habe jetzt akut, hätte ich rein theoretisch höchstens ein Holz- oder Goldproblem, aber nicht viel. Also es ist alles im grünen Bereich. Aber das sind halt die beiden, wo ich am wenigsten hätte. Nur wenn du der Sugar Daddy bist, kannst du mir was schicken. Ansonsten lass es. Ich will dir ja nichts schicken, aber... So. Wolltest du mich auslachen, ne? Nein, ich wollte nur höflich sein, weißt du? Ja. Aber das ist natürlich etwas, was du nicht kennst. Ach, höflich. Niederstrecken, das kenne ich. Ganz böse Niederstrecken. So. Ich guck schon mal, dass ich hier halbwegs anfange, einen Weg frei zu buddeln. So. So, und jetzt komme ich mal zu dir da hochgefahren und mache jetzt noch ein Loch in die Mitte, damit du von der Mitte aus zu ihm rüber kannst. Was hältst du denn davon? Doch, genau das mache ich jetzt aber. Ich komme mit den Tastenkombinationen nicht klar. So schlimm? Ach, guck mal, da haut er sich hier das Gold direkt vor meiner Tür weg. Natürlich. Was? Alles meins. Ein Arsch, ehrlich. Alles meins. Meins war doch eine Stadt. Ich glaube, der Gegner hat Bock, mich anzugreifen. Zumindest schickt er seine ganzen Truppen jetzt bei mir in die Ecke. Aber da habe ich doch Ideen, habe ich da doch. Ich bin doch nicht blöd hier. Ideen, jetzt macht er aber gerade einen Fehler. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt schaffe. Ich habe jetzt hier mal ein paar Kanonen auf ihn angesetzt. Und wenn die den jetzt treffen, dann hat er einen ganz schön großen Fehler gemacht. Treffen sie aber, glaube ich, nicht. Schade. Wäre ja auch zu lustig geworden. Er baut jetzt hier eine Kaserne hin. Er ist auch ein ganz verrückter Typ. Naja, der kann das. Ist zu weit entfernt für einen Angriff. Ja, schade. Ballert mal ruhig hier was rein. Wir können schießen. So. Und? Ah, schon mal zwei Einheiten getötet. Ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. So. Auf der Entfernung seine Gegner fertig machen. Du hast ja deine komischen Kampftrieböcke da. Ja, genau. Und die kümmern sich ja noch ganz zuverlässig darum. So ist ja auch grundsätzlich richtig. Da brauchst du dir echt keine Sorgen machen. So, wie gesagt, der Weg in die Mitte, den ebne ich dir jetzt gerade. Ja, du brauchst ja wie immer nicht hetzen, weil du weißt ja, wie das ist, ne? Vorsicht, sie werden von irgendwas angegriffen. Von Tier wahrscheinlich, also mir. Wieder mal von einem Wolf. Wie in Deutschland, ne? Lästig immer. Wieso? Gibt's hier Wölfe? Nein. Also ja. Aber wiederum auch nein. So. Erschaffe gepanzerten Elite-Reiter. Das klingt doch schon mal solide, oder? Mhm. Gepanzerter. Der hat aber auch Marktkarren hier oben, wa?
Da hat er nicht dran gespart an den Teilen. Aber warum hat er die gemacht? Das macht doch keinen Sinn. Mit wem hat er den Handel getrieben? Mit sich selber? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, was er da versucht hat. Der Weg ist jetzt schon fast durch. Das heißt, du könntest rein theoretisch. Du kannst auch mal warten. Mach dann noch nicht kaputt, ja? Nein, ich mach den Weg zu mir. Damit du zu mir kommen kannst. Und von mir dann. Du weißt aber schon, dass das bei dir stinkt, ne? Ja. Gut. Das wirst du jetzt auch in ein paar. Ja, ab jetzt wirst du es auch riechen können. Oh, ich breche hier im Strahl, Oma. Was ist das denn? So. Mit dem Teil muss man aber echt aufpassen, dass man nicht zu viel wegballert. Damit man nicht plötzlich doch beim Gegner ist, obwohl man gar nicht sein möchte. Ich glaube, mit seiner Armee würde der mich jetzt erstmal platt machen. Tja, ich habe dir gesagt, sei vorsichtig, sei nicht so böse zu dem. So, der hat jetzt seine Armee abgezogen. Was kann man denn mal so sagen? Ich glaube, wir haben... Kommt ihr mal hier hin, komm. Gold ist wichtiger. Ja. Was haben wir? Wir haben den grünen Warum sehe ich hier noch was Grünes auf der Karte? Ich sehe nirgendwo was Grünes, außer Bäume vielleicht. Meinst du das? Nö, ich weiß nicht, was... Oder sind das Tiere jetzt? Tier, ja. Was sind Tiere, sind das? Ach, guck mal. So, Bergarbeiter. Was machen denn meine Telefanten? Wahrscheinlich nicht viel, oder? Ja, die stehen gerade bei meinen beiden, ne? Weißt du? Hm. Ja, ich muss gerade gucken. Der hat so viele Bogenschützen, dass wir da ein bisschen mit Kanonieren gegenarbeiten. Das ist gerade so meine Taktik, die ich fahren möchte. Das ist gerade so die Taktik. Und wenn die an vorderster Front sind, die knallen da erstmal alles weg. Das ist gerade erstmal so, dass... Das Ziel, das ich hier verfolge. Ich habe aber auch schon wieder so das Gefühl, dass ich wieder mal einen der Kapitalfehler gemacht habe. Wieso? Da ich nicht so viel gebaut habe, weißt du? Also nicht doppelt und dreifach gebaut habe. Mhm. Ja, bei Burgen ist es immer ganz wichtig, dass man das macht. Na gut, die sind jetzt vielleicht die eine Ausnahme. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Uiuiui. Sobald der Gegner mal auf die glorreiche Idee kommt, hier irgendwas hinzubauen, schießen die Trieböcke den ums Ohr. Wie sich das gehört. Ja, genau. 2, 4, 5 Elefanten sind übergeblieben nach der Angriffswelle. Ui. Das ist nicht so viel. Wo sind sie denn? Da baust du gerade Gold ab, da baust du... Ja, jetzt dreht er wieder durch. Er dreht wieder durch. Ach, mit deinem Priester versuchst du sie zu heilen. Du bist ja echt ein ganz lustiger Typ. Ja, aber das funktioniert ja auch. Das ist ja das Schlimme, weißt du? Ich heile jetzt sozusagen meine Einheiten, während ich hier ganz viel Ressourcen farme und gewinne und ja. Ja. Verstehst du, ne? Ganz genau. Was ist denn bei dir so los? Ja, du machst da das riesen Goldfeld weg, das du dir natürlich extra dahin gebaut hast. Was? Wo hab ich mir ein Riesengoldfeld hingebaut? Ja, direkt da, wo du Zugriff drauf hast, wie immer. Was für ein... Was? Aber, nee, es ist ja in Ordnung. Was? Gorilla, ich kann da sehr gut mit leben, weil... Mach das. Ja? Du bist so eine Laberbacke, Mann. Das ist ja unglaublich. Ich kann da wirklich gut mit leben, ehrlich. Unterstellungen und Unterstellungen und Unterstellungen hier. Wir müssen auch schön warten, bis meine Einheiten wieder restauriert sind. Ne? Vorher mache ich nichts. Wir haben jetzt. Ja, ja, ja. Was macht denn der andere Gegner da? Nix oder gar nichts? Nö, nicht wirklich was. Nicht wirklich was. Der schickt seine Einheiten die ganze Zeit von A nach B und das war es dann auch. Ja, es ist schlimm, wenn man so verwirrt ist, ne? Mhm. Aber ich finde, die verbrauchen sehr viel Nahrung, die Leute. Die Einheiten, die du da produzierst, oder was meinst du? Oh, 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 oh.
Sag mal, hast du eigentlich bei dem, den wir jetzt hier niedergemetzelt haben, hatte der irgendwo eine, hier, wie heißt diese Urne da, dieses Ding, was die, weißt du, was die Priester fangen können, hast du die gefunden? Eine habe ich hier. Ich habe jetzt gerade eine aufgehoben, ja. Wo hast du die denn aufgehoben? Die Frage war ja präzise, deine Antwort wieder nicht. Wie immer. Was war die Frage? Ob du die bei dem gerade besiegten Gegner gefunden hast. Nee, die habe ich jetzt gerade bei mir gefunden. Und wo ist die vom besiegten Gegner? Weiß ich nicht. Also ich habe die nicht. Ich hab generell keine von dem genommen. Das ist die erste, die ich jetzt aufgehoben habe. Das ist ja mal schon wieder nicht meine. Not my business. So, weg damit. Und hier gibt es noch weiter Einheiten. So. Mal schön so viele wieder rausballern kannst. Boah, gleich geht's hier ab. Dann baller ich dem alles um die Ohren. Wird alles ausgepackt hier, alles. Alles, alles. Raus damit und rein damit. So. Dass man hier alles updaten kann, ne? Ach, jetzt fängt er auch noch mit dem Weltwunder an. Ich drehe am Rad. Wer? Ja, du. Aber warum weißt du das denn? Weil ich das höre. Oh, toll. Das ist ja, darf man aber laut. Nichts mal genau alleine machen, ne? Nee, nix. Gar nichts. Aber du musst mich nicht angreifen, ne? Das kann ich auch gar nicht. Aber ich kann was anderes machen. Jetzt greift er mich doch an. Was hast du denn jetzt gemacht? Auch ein Weltwunder angefangen zu bauen. Oh, haben wir wieder Personal über oder was? Leider sogar wirklich. Dann habe ich ja auch noch Personal, das nicht von der Stelle weichen kann. Das ist noch viel schlimmer, weil es irgendwo festgebackt ist. Also nur damit du das Hintergrundwissen hast, ich versuche gerade einen Zwei-Fronten-Krieg zu initiieren, ja? Ach, du machst auch ein Loch von der einen Seite, oder wie? Ganz nah am Rand. Ja, das kann ja noch bis morgen dauern, wenn du da zwei weiterhin schickst. Ist ja nicht, wie lange die Aufnahme werden soll. Wieso? Wir haben noch Zeit. Mann. Der ist aber auch schon hier aufgestellt, ne? Der weiß schon, was er will. Beziehungsweise was er nicht will. Krieg. Ja, der kriegt einen vor der Moppe. Weißt du? Ich da auch. Das sag ich dir. Also was ich hier aufgefahren hab, da. Ne? Da. Ach so, ja. Klappt ja schon mal ganz gut. Ja, du hast aber auch hier einen dicken Streifen hingemacht. Das ist nicht zum Aushalten, ehrlich. Wie kann man nur so Karten streifen? Und du, alles nochmal eben so hingehetzt, weißt du? Ganz schlimm, ganz schlimm. So. Mal eben alles platt gemacht vom Gegner. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, ich muss hier irgendwas mit den Einheiten taktisch sinnvoller machen. Ja, jag die mal dahin, wo es auch sinnvoll ist. Da gebe ich dir recht. Nein, das meine ich nicht. Nicht, wo sie sinnvoll sind. Das ist Quark mit nicht Soße. Genug Holz. Jetzt dreht der schon wieder durch mit seinem Holz, ey. Ja, kauf mal hier ein bisschen was an Holz. Kaufen. Komm. Wie lange brauchen die denn für so ein Weltwunder? Die sind doch bekloppt. Ich das wüsste. Weltwunder ist immer eine Minute oder 10. Da kannst du mal ein bisschen was an Zeit einplanen. Ja, das ist. Daran merkst du ja auch, dass der Computer bescheißt, ne? Aber der schafft das viel schneller. Bei wie viel Prozent bist du denn? Weltwunder? Ja. Muss ich das wissen. Ja, wenn du draufklickst, dann siehst du die Prozentzahl. Hey, langsam ist das ja auch nicht, ne? Doch, finde ich schon. Ich hätte mit weniger gerechnet. Naja. Mathe war eh nie deine Stärke. Ja, deswegen ja. Ich habe schon so mit 60 gerechnet. Was? Wie was? Wo? Lachsschnittchen. So. Haben wir denn gerade jemanden untätig rumstehen? Ja, guck dir das mal an. Da haben die das hier alles weggeholzt. Haben wir hier noch irgendwo Gold?
Ist hier dein Weltwunder noch nicht mal? Wo baust du das denn da? Da ist es doch. Wir haben viel zu wenig Gold auf der Karte, Alter. Nee, in der Mitte ist sehr viel. Wo? In der Mitte der Karte? Bist du blind? Ja. Ich glaube auch. Jetzt muss ich hier gerade mal meine Verteidigungslinie aufbauen. Weil jetzt, ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauert und dann kommt es jetzt zum totalen Krieg. Oh, da musst du vorsichtig sein mit solchen Begriffen, du. Das wird schnell gegen dich ausgelegt. Der totale Krieg. Was? Mit dem Byzantiner. Weiß noch nicht mal, woher die kommen. Aus Byzanz natürlich. Du weißt doch alles. Ja, ich habe noch 24%, dann bin ich beim Weltwunder angelangt. Wie, dann hast du das? Ja, genau. Alter, wie viel Personal kannst du denn da einsetzen? Tja. No risk, no fun, mein Freund. Unmöglich. Ja. Aber, ja, die brauchen aber auch beim Erschaffen hier, ne? Das ist ja nicht zum Aushalten. Ja, die lassen sich dafür Zeit. Die lassen sich dafür Zeit. Weil ich wollte noch so ein bisschen was erforschen, weißt du? Ja, die Zeit hast du nicht. Ach, das dauert ja wieder hier. Die Zeit hast du nicht. Hier musst du schon gucken, dass die... Ach, werden dann Weltwunder. Krass. Ja, auch ist wieder. Ja. Da siehst du wieder, dass der cool. Nur bescheißt. Als erstes sogar von den beiden hier. Ja, ist das denn Wunder, so wie du da reinholst? Wo wie soll rein? Ich das schaffen? Wo holst ich rein? Ja, du hast da bestimmt wieder 100 Leute. Ich weiß auch gar nicht, wie könnt ihr die alle so schnell herstellen? Bei mir dauert das alles ewig lange. Gibt es beim Dorfzentrum auch noch eine Chance, dass das schneller geht, oder? Nö. Nein. Also, dass ein Dorfzentrum schneller Truppen produziert, geht nicht. Nein. Ach, da ist er. Du hast ja auch damit angefangen. Ich hatte schon wieder vergessen, was so lange her ist. Du hast ja auch einen. Ja. Ich erinnere mich.